Hallo und herzlich willkommen zurück zur Roller Coaster Tycoon 3. Und wir wollen eine Oktopus bauen. Wie beschimpfen oder betiteln sich gerne weibliche Oktopusse? Oktopussi, haha. So, der muss einfach mal raus. Ein paar Dumms, würde man das so schön sagen. Ja, wo setzen wir den am besten hin? Nehmen wir als Ort. Na, können wir echt hier hinsetzen? Jetzt echt? Ist ja geil. Finde ich irgendwie lustig. Fahren hier unter durch. Cool. Hier geht's nicht. Machen wir hier den Eingang. Da den Ausgang. Na komm her. Nee, das passt nicht. Ist zu eng hier, weil hätten wir das alles um einen noch weiter nach rechts setzen müssen, hätte es gepasst. Also, Oktopus. Setzen wir gleich hier neben. Hier wird es nicht gehen. Das ist zu hoch. Nee. Ja. Hier den Eingang und da den Ausgang. Nee, das passt nicht. Quatsch, was mache ich da? Ein noch zurück, das können wir gar nichts hinsetzen. Also, hier ist es. Eins, zwei. Und dann passt es nicht mehr. Ist zu hoch. Komm auch mal so, komm. So machen wir hier den Eingang und vielleicht dann den Ausgang. Passt auch nicht. Das wäre ein Eingang dahin. So. So, erstmal. So, so, so. Und dann einmal, zweimal. Na. Machen wir lieber zwei. Na. Das reicht so. Machen wir auf 1,90. So. Haben wir eigentlich mittlerweile was Nötiges zu essen? Immer noch nicht. Gehen wir mal auf die Forschung. So, mal die aufregenden Fahrten weg. Mal alles weg. Und auf 95 reicht ja. Wollen wir mal die Schulden begleichen. Ein bisschen. Da haben wir noch 11.000 vor uns. War ein ziemlich hoher Wert mit über 100. Hab ich eben nicht drauf geachtet in der Zeit. Aber acht mal auf, was wir bei Oktopus sagen. Hat mir gefallen. Oh. Sauber. Alter, steht hier Schlange. Hier stimmt der Preis. Moment. Oh, 25. Mal gucken. 30. Es geht keiner zurück.
Schön. Das gefällt mir. Was sagen Sie eigentlich zum Müll und so weiter? Alles in Ordnung. So, gucken wir mal. Also, die 40.000 haben wir schon. Das sind noch die 60.000. Ja, wir müssen halt doch das Darlehen zurückzahlen. So, noch 10.000. Was sagt unser Personal eigentlich? Wie viele Mechaniker haben wir? Nur zwei? Mhm, geht nicht. Wir brauchen mindestens vier. Und dann lieber doch fünf. So. Damit halt die Wartung funktioniert. Hier zum Beispiel Mechaniker 1 können wir mal losschicken. Mechaniker 4. Ach, 1. Spielsachen? Ich brauche keine Spielsachen. 87, komm. Oh. Muss wohl einiges getan werden. Der ist gerade da gewesen sogar. Und soll das gleich mal richtig reparieren. Und das geht gar nicht. Geht ja sonst keiner mehr rein. Auf jeden Fall wieder über 90% bringen, das ist mein Ziel. Ja, dann haben wir da wieder ein paar Minuten Ruhe. Na komm. Gut, dann ist das jetzt. Dann können wir erstmal mal einen Kredit zurückzahlen. Gut. Was sagt er zu Zipper hier? Oh. Auf jeden Fall nochmal. Umso besser die Haltbarkeit oder die Zuverlässigkeit, umso mehr Leute gehen auch rein. Was sagt der Graviton? 85, kann man mal hinschicken. Sonnenbrillen. Ah, ich glaube nicht. Obwohl, doch, Sonnenbrillen können wir mal bauen. Ja. Sagen wir mal, alle 10 Cent teurer. Und schon gleich eine verkauft. Zwei. Stimmt der Preis? Machen wir mal 15 teurer. Minus aktuell, aber das muss ich jetzt mal umsprechen, dass es da Sonnenbrillen gibt. So, dann wollen wir uns die Straßenbahn, soll ich schon, die Achterbahn anschauen. Okay. Mach noch mal. Ich war gerade ein bisschen Brain AFK. Reparier den mal. Weltraumhütte, ich brauche was zu essen. Ich habe nichts zu essen hier. Was sagt der Oktopus? Jo. Okay. Schlendert, ich habe mich gerade. Ah, wollte schon sagen. So, hier. Bevor du da bist. Noch 6000. Reparier gleich nochmal, wenn du schon mal da bist. Und? Ja, schön.
Was sagen Sie denn allgemein zur Octopus? Habe ich irgendwie Angst zu tun? Ja, passt schon. Wir müssen den jetzt sowieso höher halten, weil wir nämlich als nächste Aufgabe Störungstoleranzmittel haben. Und das wollen wir natürlich nicht. Also das Ding müssen wir andauernd reparieren. Stimmt der Preis sogar, sagen sie. Machen wir 1,50. Also sollst du das reparieren und nicht darum rumeiern. So. Entschuldigung, ich muss mir zwischen was hinken. Ich hab trockenen Hals. Na komm. Ein eigener Stand. Interessiert mich nicht. So. Was haben wir hier? 89. Was haben wir hier? 86. Was haben wir hier? 89. Was haben wir hier? Kaum noch Besucher. Hier auch der Preis ein bisschen runter. Über 5 Euro. Dann hole ich mal einen Mechaniker hierher. Und dann zahlen wir da ein bisschen Kredit zurück. Noch 5000. Ich denke mal, das wird das auf jeden Fall in dieser Folge. In dieser Staffel. Oh, nicht schlecht. Ne, in dieser Folge wird es auf jeden Fall was. So, gucken wir mal wieder hier rüber. 92, 87, da kann man wieder einen hinschicken. Hier kann man einen hinschicken. Und da. Und da. Darum habe ich auch 5 eingestellt. Das passt. So. Sondern noch 4000, das sind ja auch mal weniger. Ne? Ich meine, Darlehen war auf 134 vorhin oder so. Das war 50. Auch das hier läuft doch. Ja, auf jeden Fall hat sich gelohnt. Ja, die bezahlen uns ohne Murren und Knurren. Scherzschürz. Ja, stimmt, der Preis, sagen wir es wieder. Na, okay. Na komm, das hier ist auch reduziert. 94. 88. 87. 2 haben wir jetzt. 87. 3. 84. 4. Und da hinten die Nummer 5 hin. So. Wo bleibt denn? Da ist er. Da kommt er an. Speedy Gonzales ist er nicht gerade, aber er ist da. Ja, komm, machen wir es wieder auf 90. Einmal also noch. So, 84, da können wir auf jeden Fall nochmal einen Mechaniker reinschicken. Hier, zack, fallen wir runter. Und nochmal. Warum kriegst du mal eine Beförderung hier? Ja, Beförderung sag ich schon hier. Sag schon, na? Hm. Lehrgang. Ja, ansonsten gucken wir wieder hier rein. 90 und 89. Und 85. Und auch schon Lehrgang, der 6. Sauber. Gucken wir unsere Strapazen mal an, die ist super. Hoffe ich. 88. Komm, ich krieg's auch einen Lehrgang. Bin Geberlaune heute. Das zweiten noch. Dino-Maske. Ich will was zu futtern haben. Mann, Quatsch. Da hole ich den Daumen mal hin. Noch 2000. Das sollten wir in einer Minute ungefähr haben. Oder zwei.
wir das haben. So. So. Immer wieder mal hinschicken. Dann müssen wir auch den Verkehrswert ein bisschen steigern. Das können wir aber auf jeden Fall gleich machen. Wenn wir noch eine Bahn bauen. Ja, das ist super. Hier können wir nochmal einen hinschicken. Ja komm, 100er bezahlen wir noch. So. Und nochmal, komm. Mach gleich auf 90 voll. Wow, 94, geil. 92. 91, 93, 92. Okay. Und hier nochmal einen hin. Und hier. So. Na komm. Okay, jetzt können wir uns auf jeden Fall noch eine Bahn bauen. Wir haben jetzt Verkehrswert von 49.100 und wir müssen erstmal Pause machen, ganz kurz. Wir nehmen uns Kredit auf. Und das hat gar nicht gebaut. Ha. Chaos hat man ja noch, Wahnsinn hatte ich hier noch, habe ich gar nicht alles gebaut. Na egal. Wir nehmen eine Mini-Achterbahn, haben wir schon, eine Stehachterbahn. Wir brauchen ja 10.000 und nicht nur 3.000 oder so. Eine luftbetriebene Bahn. Wie teuer soll die denn sein? 10.000? Ja, das passt doch. Ich weiß nicht, wo sie hinsetzen sollen. Ja. Zack. Soll ich oben rüber? Wo ist hier der Eingang? Eingang? Hallo? Da hinten, hätten wir einmal drehen sollen, aber egal. Die Frage ist, ob wir jetzt zum Eingang kommen. Aber egal. Gucken wir mal, ob wir überhaupt lang bauen können. Ja, können wir. Da fahren wir auch natürlich gleich mit. Ist ja klar. So. Nein, wir machen das so. Müssen wir drehen. Obwohl, können wir schon langsam weiterlaufen lassen. Ein hoch müssen wir. Okay. Können wir eigentlich Land bearbeiten? Ja, aber nicht so groß. Auch nicht so klein. So. Und so. Zack. So. Nicht mehr schön, aber selten. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf, sechs, sieben, achtmal. So. Passt. Obwohl, 9, 10, 11, so. All diese Menschen sind zu viel für mich. Okay, dann wollen wir erstmal den Preis erhöhen. Machen wir mal auf 3,30, ist ja erstmal egal.
Nee, Quatsch. Liftgeschwindigkeit noch erhöhen. Ob ich sie abhebt. Machen wir lieber noch 150 km/h, aber ein Abschuss. Ja. Dann machen wir lieber noch so, komm. Das fällt mir gerade ein. Wir wollen ja auf Ordnung achten, natürlich. Und deswegen habe ich das, glaube ich, ja vergessen, ne? Ja. So, dann wollen wir mal gucken, wie die Bahn sich fährt. Fällt mir nicht. Ups. Nein. Da müssen wir was arbeiten dran. Und zwar ruhig ein bisschen langsamer. Hat einen Grund. Das ultimative Kickgefühl ist nicht da. Wo man sagt, wow, das hat Spaß gemacht. Finde ich persönlich so. Also dieses gerade so rüber. Genau das. Nein, oder ein Ticken zu. Oh nein, hast ja recht. Ein Ticken zu wenig. So, versuchen wir es jetzt nochmal mit 125. Kann man fast verlassen, aber ich würde sogar sagen, dass wir beigehen und auf 127 gehen. Das gucken wir jetzt nochmal. Aber wir gucken jetzt nur zu. Wir müssen ja nicht nochmal mitfahren. Entscheidend ist halt genau dieser Part. Nee. Ah, nicht roten Zahlen. Wir machen es auf 130, dann sind wir auf der sicheren Seite. Weil dann haben wir auf jeden Fall nach hinten heraus noch ein bisschen Kick. Da hat er gebremst. Naja, gut. Auf jeden Fall eröffnet. So, was sagt denn Karaoke? Wo ist sie denn, unsere liebe süße Dame? Ein Graviton. Gucken wir mal. Übelkeit, ja, komm, und schnell. Zack. Ich zerschmelze. Okay. Wir stellen auf jeden Fall noch ein paar Mechatroniker ein. Mechaniker, nicht Mechatroniker. Einfach. Noch ein paar Reinigungskräfte hier kommen. Wir bieten Arbeitsplätze, auch wenn wir nichts zu tun haben. Acker mal ein bisschen. Was sagen sie? Oh. Hier.
Was sagen Sie denn zu unserer schönen Bahn? Hat mir gefallen, stimmt der Preis. Wow, 26 Kunden. 28, 26. Ei, 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 ei. Die kommen mal gut an. Da können wir gleich mal den Preis erhöhen. Wo ist sie denn? Ja. Wo war das mit der Route hier, ne? Nein. Zipper, das heißt, wir haben auch die Untertassen, Oktopus, Planetarium und einen kleinen Raum Strandhütte vor sich. War es in Ordnung? Mach mal, gönn dir. Und. Nein. Jo. Geht heim. Von mir aus. Vergnügen ist nicht hundertprozentig, aber es hat gereicht. Jo Leute, dann war's das für diesen Part auch schon wieder. Tori wird gespeichert. Ja, wenn es euch gefallen haben sollte, dann ja, lasst doch mal ein Däumchen da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und ja, wenn er mich noch nicht abonniert hat, könnt ihr mich natürlich kostenlos und schmerzfrei abonnieren. Ich würde mich freuen. Gebt mir eure Rauchzeichen und ich wünsche euch einen prächtigen Tag und haut rein, Leute.